Wir sind Gordon und Ayosha von Vegan ist ungesund. Und ihr seid gerade bei Keimling Naturfest auf dem Kanal. Hallo. Und es ist so immer noch so, dass wir sagen, hey, wir haben hier ein Drei-Gänge-Menü, drei zauberhafte Gänge. Und das ist Gang Nummer 2, der Hauptgang. Genau. Und wir haben uns gedacht, wir machen rohköstliche Zucchini, sogenannte Sudels, für alle, die nicht wissen, wofür die Abkürzung steht. Für die Soße brauchen wir Mandelkerne, Agavendicksaft, und Hanfsamen, alle von Keimling Naturkost, alle in Rohkostqualität. Dann haben wir noch ein bisschen Salz, ein bisschen Sesam, ein bisschen Pfeffer, eine Zitrone und ein bisschen Knoblauch, damit wir alle schön stinken und es richtig lecker schmeckt. Also Leute, wichtig ist jetzt Folgendes. Wir machen jetzt eine schöne Salsa. Wie macht man eine Salsa? Wie machen wir eine Salsa? Ja, vor allem machen wir erstmal die Sudels. Also wir haben jetzt ja hier schon geschnittene Spiralen. Die haben wir mit dem Gefu Spiralschneider gemacht. Das ist einfach richtig einfach. Kannst du euch mal zeigen, wie das geht? Nee, ich zeig dir das. Wo willst du das denn wissen? Hier hat man diesen wunderschönen Teil für die Zucchinis. Zucchinis. Das Praktische an dem Teil ist einfach, dass es super easy, super handlich ist. Ihr könnt es überall verstauen und man braucht halt einfach nicht viel. Und dann dreht man das da einfach so rein. Also ich würde für den Anfang tatsächlich empfehlen, dass man dieses hintere Teil gar nicht braucht. Das ist nur für den Schluss. Und ihr seht, es ist wie ein Bleistift an Spitzen. Geil. Und es ist super easy. Das ist ja der Wahnsinn. Ja. Das ist wirklich sehr einfach. Vielleicht mache ich das auch mal. Also ich glaube tatsächlich sogar, dass es für alle Gemüsesorten bis zu 6 cm geeignet ist. Wow, dafür, dass du es glaubst, hast du sehr akkurate Angaben gemacht. Ah, es ist ein Gefühl. Und mein Gefühl täuscht mich nicht oft. Selten. Ja. Und dann haben wir jetzt quasi Sudel und das ist doch toll. So. Jetzt haben wir die Sudel, das ist also quasi die Basis. Aber wir wollen natürlich das Ganze mit einer schönen Salsa verzaubern. Weiß ich nicht, wissen, was Salsa ist, heißt Soße. Und dafür haben wir hier der Gerät. Ihr habt schon gesehen, wir haben hier einen Mixer stehen und jetzt denkt ihr, haha, die haben da irgendeinen Mixer. Ist das irgendein Mixer? Das ist ein Hochleistungsmixer von Vitamix, der Explorian E310 und das Einsteigermodell von Vitamix. Einsteiger bedeutet einfach nur, dass der vom Preis günstiger ist als die anderen, aber das heißt nicht, dass er in der Leistung schlechter ist. Und damit kann man richtig super gut Soße machen und ich empfehle ja generell, jedem Haushalt einen guten Mixer, weil das macht einfach das Leben besser. Du kannst Soßen damit machen, du kannst Eis damit machen. Vielleicht seht ihr das ja auch noch irgendwann. Als allererstes die Mandelkerne. Ich habe ja schon gesagt, Rohkostqualität, das heißt, die werden nicht über 42 Grad erhitzt und dadurch bleiben die meisten Nährstoffe einfach erhalten. Nüsse haben einfach wahnsinnig viele Proteine und wir alle stehen voll auf Proteine, die sind sehr gut, sind gute Energielieferanten und außerdem ist das auch noch gut, weil da ist viel Vitamin E drin und Calcium und Magnesium und wer braucht nicht Calcium und Magnesium? Und die kommen jetzt in den Mixer. Als Basis für die Soße. Und du hast sie eingeweicht vorher und gepelzt. Zack. So, und natürlich haben wir hier auch noch die anderen guten Zutaten, die wichtig sind für eine gute Soße. Haben wir hier für die Süße Agavendicksaft. Das ist natürlich für uns, die vegan ist ungesund, sind gar nicht uninteressant, weil für Veganer ist das ein sehr guter Honigersatz. 25% süßer als konventionell Zucker und somit braucht man auch weniger. Ich mache hier nur so einen kleinen Schuss rein, weil wir mögen es gar nicht so süß. Und jeder kann natürlich nach Gusto entscheiden, wie süß er es am Ende haben möchte. So, die Hanfsamen, ich mag Hanfsamen sehr gerne, haben so einen leicht nussigen Geschmack, sind auch wie immer reich an Proteinen, natürlich auch wieder in Rohkostqualität, haben ein optimales Verhältnis an Omega-3 zu Omega-6-Fettsäuren, die für den menschlichen Körper wichtig sind. Zack. Geil. Während Ayosha jetzt die Knoblauchzehe schneidet für die Soße, kümmere ich mich um die Zitrone und mache den schönen Zitronensaft in der Gerät rein. Dafür habe ich was vorbereitet für euch. Die war hier oben. So. Knoblauch, ne? Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber wenn man keine Freunde hat, ist das sowieso kein Problem, weil steht man einfach alleine. Ich liebe Knoblauch. Man kann übrigens die Zitrone, wenn man möchte, weil man jetzt schon eine Hochleistungsmixer hat, auch einfach nur schälen und komplett reintun. Dann hat man natürlich den Vorteil, dass man nicht nur den Saft hat, sondern auch die Ballaststoffe mit reinballert. Dann haben wir hier den Zitronensaft, die Säure. Das war's. So, jetzt ist es so, jetzt mal hier noch so eine kleine Prise Salz und Pfeffer rein zum Abschmecken. Kann man später natürlich noch beliebig variieren. Ich will, dass das schmeckt am Ende, Gordon. Ja, dann das liegt an den würzigen Fingern, die man. Oh, das riecht schon toll. Ich mache jetzt noch ein bisschen Wasser da rein. Das muss man so ein bisschen nach Gefühl machen. Und wenn euch das so dickflüssig ist, könnt ihr einfach ein bisschen nachkippen. Absolut. Seid ihr bereit? Seid ihr bereit für die Soße eures Lebens? Dann passt mal auf. Deswegen dauern die Videos einfach so lange, weil er so lange Ansagen macht für jeden Scheiß. Leute, die Soße ist fertig. Mach mal auf. Ja. Wow. Kann ich mal riechen? Wow, das riecht richtig gut.
Es sieht aus wie Frischkäse. Und es riecht ein bisschen auch wie Frischkäse, ehrlich gesagt. Probier das jetzt mal. Wow. Meine Güte. Ja, ist auf jeden Fall sehr lecker. Schmeckt auf jeden Fall auch gut nach Knoblauch. Das ist aber gut, das muss ich sein. Ich mag das sehr gerne. Ich auch. Ich liebe es. Man kann aber, wenn ihr merkt, ihr wollt da mehr Mandeln reinmachen, dann macht ihr mehr Mandelkerne rein. Das ist euch, ne, wenn ihr das cremiger haben wollt oder einen intensiveren Geschmack und nach Mandeln, dann... So, jetzt muss man das alles eigentlich noch zusammenklatschen. Weil jetzt wird angerichtet, wie wir in der Gastronomie sagen. So, dafür nimmt man einfach die Sudels, die wir schon geschnitten haben, macht daraus ein schönes Portionchen. Sehr gut. Wieder fair verteilt von Ayosha. So ist er aber. Stimmt. Ich bin so aufgeregt, Ayosha. So. Mach mal bitte erstmal bei mir. Wow. Das ist ja geil. Ja. Das sieht doch sehr gut aus. Was ist das hier eigentlich für die Verhältnisse, die Ayosha hier macht? Was ist das? Wir haben es ja schon gesagt, das Auge ist mit, ihr Lieben. Und aus dem Grund wird Ayosha jetzt dafür sorgen, diesen Teller, der schon wunderschön ist, noch zu verfeinern. Mit Cherry-Tomaten. Toll, hatte ich gleich Lust. Als Topping machen wir jetzt nach oben drauf Sesam. Fertig ist der Gerät. Fertig ist die Hauptspeise. Rohköstliche, wow. Sudels, wow. Gesund, lecker, einfach super schnell wieder. Und ich möchte nochmal darauf hinweisen, dass ihr bitte den Kanal hier abonniert von Keimling Naturkost, damit ihr auch den Nachtisch nicht verpassen werdet und vielleicht noch Überraschungen, die in der Zukunft kommen und passieren. Mit Überraschungen ist eine Kochshow gemeint, mit der guten Lydia. Die ist großartig. Ich sag's einfach nur schon mal. So, wir probieren das Ganze jetzt mal, weil Auge ist eine Sache. Und was sagst du? Mhm. Ja? Bis zum nächsten Mal. Tschüss.